Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatuto, beim Clan True Warriors. Ja, ihr habt es im Thumbnail gesehen, Dorfbesuche, Tratschen, CK-Live-Angriffe und vieles mehr will ich mit euch wieder am Samstag im Stream machen. Ab 18 Uhr, denke ich mal, startet der Stream. Wer so ein bisschen bei mir unter den Videos mitgelesen hat, ich habe schon so ganz, ganz kleinlaut verraten. Wir clashen also wieder eine Runde zusammen. Ob das dann der CK hier bei uns ist im großen Clan oder im Zweitclan, das weiß ich noch nicht, aber ich finde es wirklich, wirklich gut, dass ihr den Aufruf gefolgt seid und habt euch ohne Ende beworben. Der Clan, der zweite, ich schalte jetzt einfach mal rein in den zweiten. Hier sind wir im zweiten Clan, da bin ich ja mit dem Barfuß drin und ihr seht, wir sind zurzeit 42 von 50. Wir waren auch schon auf 50-50, glaube ich, heute. Mussten dann allerdings wieder so ein paar rauslassen. Ein paar sind hier dann natürlich in der ganz offenen Zeit einfach so reingekommen. Ja, so eine Art Rack-and-Leave-Clan hier. Aber hier wird richtig viel diskutiert. Hier werden Probeangriffe gemacht. Und ich hoffe einfach nur, dass auch alle, die hier im CK mit drin sind. Oh, es ist der Vorbereitungstag. Eben war die Suche noch. Auch ihre beiden Angriffe machen werden. Das werden wir dann sehen. Aber wir haben hier, wie man sieht, alle Rathausstufen zur Verfügung. Das heißt also, jetzt muss ich mal gucken, was hier so der, was überhaupt der kleinste ist. Oh, jetzt habe ich schon verraten, was der eine Clan-Look hat. Naja, ich hoffe, der Gegner hat es noch nicht gesehen. Ich hoffe, der King baut sich hier dann auch noch eine richtige Base. Weiß ich noch nicht, aber wird bestimmt spaßig hier. Also ich freue mich hier tierisch, muss ich sagen. Auf diesen Krieg hier, was haben wir für einen Gegner erwischt? Ah, oh, haben wir gar nicht mal so einen guten. Ein Clan Level 9, ja, easy going hier. Warum das so ist, weiß ich noch nicht. Das muss ich jetzt echt erstmal nachgucken, was wir denn eigentlich oben so haben. Wir haben den Freiwill, wir haben den Schulte, Ragnar und was hat der Gegner? Ah, okay, der Gegner hat auch einen 10er. Hat aber auch genauso gemischt wie wir eigentlich auch. Oh, 7er dabei. Ja, ich denke mal, das ist eine lösbare Aufgabe, auch wenn der andere Clan etwas im Vorteil ist, aber ich denke, das macht wirklich nichts. Wie gesagt, die Leute üben hier schön und macht auf jeden Fall Spaß, hier den Leuten so ein bisschen zuzugucken. Ja, sie üben doch nicht. Sie üben doch nicht mit Bartstruppen. Wird hier natürlich nicht geübt, aber ich glaube, ich muss mal eben durchscrollen. Ja, hier wird echt viel geredet. Oh, hier ist, und es gibt hier schon gar keinen Angriff mehr. Hier haben wir noch einen. Okay. Mal sehen, ob das passt. Oh, das passt natürlich super. Ja, ich hoffe nicht, dass im CK so angegriffen wird und dass hier so die Sterne gemacht werden. Also wir sollten dann schon so ein bisschen in der Range bleiben und ich denke mal nicht so ein Overkill-Fight hier sehen. Also da sprechen wir uns sicherlich ab. Aber ich bin mit dem Chief ja auch mit dabei, der Hock ist mit Ragnar dabei und es sind so ein paar mit dazugekommen aus anderen Clans, die wir teilweise kennen, aber es sind auch wirklich viele aus der Community hier reingekommen und das finde ich natürlich wirklich klasse, dass ihr diesem Aufruf gefolgt seid und wirklich, wirklich gut. Ich freue mich da total drauf auf den CK hier und da schaut sich einer alle Bases aus. Ja, sauber. Echt gut. Und ich denke mal, es wird in jedem Fall hier von Video geben. Ich weiß noch nicht, ob wir Samstag hier, wenn wir Samstag live reinschalten, ist der CK ja eigentlich schon gegessen hier. Und wir gehen aber mal wieder ein runter. Das heißt, oh, ich bin hier disconnected. Einmal wieder in das Thorstendorf. Da haben wir nämlich unseren CK leider nicht so gut abgeschnitten. Wir haben den CK leider verloren. 52-53. Was sicherlich eine relativ knappe Sache ist, aber es hat da eigentlich jetzt letztendlich daran gelegen, dass der Gegner ein Dreier eigentlich mehr gemacht hat und war unten so ein bisschen im Vorteil durch die Base Nummer, ich glaube es war Nummer 16, ich weiß es gar nicht genau. Der hat natürlich hier, der war das gar nicht. Ich muss mal eben schauen, welcher das war. 17, 18... 19, ja, er hier war es. Ja, der 19er hat natürlich bei uns ganz, ganz hoch die
RH9er weggemacht. Das ist also für diese 9er-Truppe war das sicherlich ein Vorteil, weil die 9er selber haben nicht so gut angegriffen. Und aber die 10er haben natürlich keine Frage wieder richtig gut angegriffen. Aber auch unsere Leute haben wirklich super wieder ihre Angriffe gemacht. Ich muss mal reinschauen. Dass wir hier auch noch ein Replay reinkriegen. Also auch hier haben wir eigentlich wieder unsere Pflicht erfüllt. Am Ende hat das Quäntchen Glück. Oder halt, wie bei mir, ich habe am Ende auch versäumt, Sterne zu holen, Truppen in der nicht richtigen Reihenfolge gesetzt. Und vor allen Dingen traf ich auf zwei Ringbases. Und Ringbases sind nach wie vor nicht mein Ding. Das muss ich... So leid mir das selber tut, ich muss das üben, echt. Denn eigentlich sind so Ringbases recht gut zu knacken und ich habe mir als zweiten Gegner vor allen Dingen auch ein RH11 geschnappt. Das ist ja für mich auch sehr unüblich, aber am Ende ging es gar nicht mehr anders. Ich hätte keinen Dreier mehr auf den Zehner geschafft, weil die doch sehr hoch waren, sondern eher dann vielleicht zwei Sterne auf den Elfer. Sicherlich auf die Nummer 2, die ich dann angegriffen habe, wäre eigentlich ein 2-Sterner drin gewesen. Denn ich habe das Rathaus erwischt. Ja, das ist ja auch mal nicht schlecht. Sonst lasse ich das nämlich mal gerne stehen. Vor allen Dingen, wenn es dann in der Mitte steht. Aber diesmal habe ich es erwischt. Und wir können mal reinschauen in die Kämpfe. Was haben wir hier noch? Ah, okay. Den ziehen wir uns noch rein, hier den Dreier von Max. Also es haben wirklich alle wieder hervorragend angegriffen, gar keine Frage. Und am Ende fehlte einfach das kleine Quäntchen Glück, was der Gegner letztendlich hatte, hat aber auch gut angegriffen. Also alle Clankriege, ich habe es ja schon mal gesagt, die sich hier so abspielen, sind immer dicke Kisten. Also es sind wirklich schwere Kriege. Und da tut sich der Gegner ja eigentlich genauso schwer. Ja, und einfach ist hier gar nichts mehr. Also da muss man schon auch mal seinen Mut zusammengreifen, so wie ich es heute mal gemacht habe. Und muss einfach mal einen Elfer angreifen. Mut zur Lücke, ich hätte hier nichts mehr zu verlieren gehabt. Und wir haben kurzfristig, glaube ich, haben wir sogar mal geführt. Der Gegner ist dann aber wieder rangekommen. Und war jetzt oben reicht es, wenn ein, zwei richtig gut sind, die mal hohe Zehner dreiern. Also Elfer wurden hier nicht gedreiert. Ah doch, der Arthur wurde bei uns gedreiert. Entschuldigung, der Arthur wurde gedreiert. Und ja, es ist halt Pech. Ich muss mal eben sehen, wen ich gemacht habe. Ja, den habe ich gemacht, aber den sehen wir natürlich nicht in der Wiederholung, sondern nur in My Team. Und hier sehen wir das 33%. Ja, ist sicherlich nicht so dolle. Aber ihr könnt das mal mit mir analysieren. Ich habe das selber auch schon natürlich tausendmal geguckt, habe es nochmal analysiert. Von welcher Seite bin ich eigentlich reingekommen? Also hier konnte man die Clanburg locken. Mache ich dann auch. Aber ich muss dann sagen, durch die Def hier einer RH11 Base, auch mit einer Max Queen, wo jetzt Babydrachen auf mich zustürmen, so ein paar Skelette auf mich zustürmen und die Def ja auch noch schießt, vor allen Dingen zwei Bogenschützentürme, die sind richtig krass, kann man nicht anders sagen. Zudem wurden immer meine Heiler so ein bisschen weggedrückt. Das hat mir natürlich auch nicht geschmeckt, denn in dem Moment ist die Queen nicht mehr in Heilung und dann müssen die das quasi aufheilen. Hab dann aber gesehen, ja, ich kam eigentlich ganz gut in die Base rein. Ja, so machen die Elfer das auch, habe ich mir immer gedacht. Ich habe mir ja die Angriffe vorher angeschaut. Und aber immer noch zwei Bogenschützentürme und jetzt muss ich die Queen auch schon zünden, weil das ist einfach zu viel Feuer. Da kam jetzt noch ein X-Bogen auf 5 dazu und es ist jetzt schon zu viel Feuer für meine Queen. Jetzt habe ich natürlich die Bowler drauf gesetzt, die sollten eigentlich hinter dem Golem herrennen. Oh, das war, ja, es ist halt, und meine Mauerbrecher hier, ja, die gehen mittig rein, da wollte ich eigentlich einen Sprung setzen, deswegen hatte ich auch zwei Sprung dabei. Ich hatte natürlich auch eine ganze Masse Mauerbrecher dabei und hab jetzt eigentlich schon die Mitte auf hier. Das ist nicht schlecht. Da gehen jetzt sogar schon ein paar Truppen rein, nämlich die Barbaren hier. Musste jetzt aber echt mal die Adler-Diff einmal durchfriesen, dass die kurz mal innehält. Und komme jetzt auch tatsächlich mit meinen Walküren hier rein.
Ja, ich komme in die Mitte, richtig krass. Jump, jump, jump. Guck mal, da kriegen die kaum Feuer. Nur so ein bisschen ab und zu mal von dem Multi-Inferno. Ja gut, da lasse ich sie jetzt rausspringen. Das war vielleicht doof. An der Stelle, das war vielleicht doof, denn die wären sowieso wieder rausgesprungen hier. Die hätten sich nicht durch die Mauer gekämpft. Vielleicht doch, weiß ich nicht genau. Da weiß ich nicht, wie die Valkyren dann mit diesem Sprung hier zicken. Aber hätte ich ihn hier vielleicht weggelassen und hätte ihn vielleicht hier irgendwo gesetzt bei dem X-Bogen oder hier vielleicht, dass die hier noch ein paar Prozente geholt hätten, dann wären das 2 Sterne geworden, denke ich mal. Mit dem kleinen Patzer dann vielleicht am Anfang und mit den reinlaufenden Bowlern. Aber so, ja, guck mal, da leben nämlich noch ganz schön viele. Es gibt ja im Moment überhaupt keinen Inferno-Beschuss mehr. Und klar, jetzt müssen die sich durch die 12 Mauer hier beißen. Es ist hart. Es ist hart. Aber ich war in der Mitte, war am Rathaus, auch ein Erfolg für mich. Hat den Clan nun nicht geholfen. Und ja, was willst du machen? Wir starten hier auch erst morgen Abend wieder am Freitagabend. Am Freitagabend fängt dann im anderen Clan der Clankrieg an. Da werde ich sicherlich auch einiges aufnehmen, muss ich mal gucken. Aber wir sehen uns in jedem Fall live am Samstag ab 18 Uhr wieder hier bei mir im Stream, bei YouTube und auch wieder bei Twitch. Wie ich das Ganze gestalte, weiß ich noch nicht. Da habe ich noch einen Tag Zeit oder anderthalb Tage Zeit, mir das Ganze so ein bisschen zu überlegen. Ob ich das so mache, wie ich eigentlich jetzt aufnehme, mit ein bisschen Chat und so weiter, oder ob ich meine alte Sache wieder beibehalte, weiß ich noch nicht. Sehen wir dann. Und ich würde sagen, bis der Toto wieder clasht. Bye, bye.